Heute vor 64 Jahren, also am 12. Januar 1959, wird von Berry Gordy in Detroit, Michigan, die Motown Record Company gegründet. Das Label Motown, das an die prosperierende Zeit der Motortown Detroit erinnert, beschäftigt vor allem afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler der Arbeiterschicht, die mit R&B und Soulmusik Weltruhm erlangten. Hier eine kleine Auswahl: Diana Ross and the Supremes, The Temptations, Gladys Knight, Stevie Wonder, Four Tops, The Jackson 5, The Commodores, Lionel Richie, Boyz II Men, Queen Latifah und Akon. Und damit herzlich willkommen zu einer souligen Folge Lehrersprechtag mit Martin Gay Pieler. Und dem blinden Alex Batzke. So wegen Stevie Wonder jetzt so, ja? Okay. Ja, ja. Keine Ahnung, ich habe mega keinen Plan. Einfach so, passt ja. Von Musik und allgemein. Passt doch auch hier zu unserem Aufnahmeformat. I just call to say I love you. Ja, mhm. Martin Gay. Ja, ist auch gut. Martin Gay, Marvin Gay. Ne? Marvin war Gay. Klar. Mandy, ja, für die Playlist hier. Schön. Schon. Ja, also große Namen dabei. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch Musikgeschichte durchaus geprägt. Auf jeden Fall. Und ja, mega cool. Ich habe letztens eine Doku gesehen. Es war auf Dreisat. Ich gucke ja immer Dreisat, wie ich letztens schon erzählt habe. War eine Reihe zu den Flüssen Amerikas. Und da war auch eine Folge über Detroit und den Detroit River. Und dann ging es natürlich auch um Motown und die Musik und so. Und das ist schon irgendwie cool. Und da wurde auch noch mal gesagt, dass es mittlerweile halt Weiße und Schwarze zusammen Musik machen und so. Und früher das undenkbar war und so. Also, ja. Also, nur Autos werden nicht mehr gebaut. Motown, Detroit ist nicht mehr. Und das Label gibt es übrigens auch nicht mehr. Das ist jetzt bei Universal Music. Aber egal. Klar. Wenn nicht da, dann bei Disney. Ja. Oder Sony. Ja, gut. Was geht? Wie ist die Schule wieder angefangen? Ich frage immer, dann sagst du immer, mäßig, frag nicht mal nach, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich denke mir immer so, ach komm, ab und zu mal so einmal reinhorchen so in den Betrieb, in den laufenden Betrieb. Kann man ja auch mal, weil so ein bisschen, muss ich sagen, so jetzt nach fast einem halben Jahr, Sabbatjahr, ich vermisse es ja schon ein bisschen. Ich nicht. Würde mit dir tauschen. Ja, ich meine jetzt gerade so ist es gelaufen. Diese Zeit jetzt gerade, da würde ich jetzt also, auch fernbleiben. Das ist natürlich, also es ist auf jeden Fall der, ich glaube, es ist der schlimmste Montag des Jahres. Mhm. Dieser Montag nach den Weihnachtsferien, weil danach, also ab dann auf jeden Fall die längste Zeit bis zu den nächsten Ferien ansteht. Plus der Halbjahreszeugnis-Terror. Ja, das ist auch echt halt. So. Ja. Und der sich ja dieses Jahr noch ganz besonders schlimm materialisiert hat aufgrund des kurzen Halbjahres. Das ist ja schon, nächste Woche gibt es ja einfach schon Ferien. Zeugnisse. Ferien wären denn gut. Es wäre ja gut, wenn es wirklich dann noch mal eine Woche Ferien gäbe nach diesem Januar. Aber ist ja nicht. Ja. So ist live. Der Januar ist schon der härteste Monat, muss man sagen. Also Ende des Jahres ist zwar auch immer viel los, aber da ebbt es schon so aus. Da ist der Unterricht auch nicht mehr. Und da kommen ja auch keine wichtigen Sachen, Klausuren mehr oder so. Da hat man zwar die Konferenzen, aber halt irgendwie ist das alles chilliger. Und vor allem hat man die große Perspektive mit den 6 Wochen Sommerferien. Eigentlich ist im Januar die Erholung aus den Weihnachtsferien schon wieder fast weg. Meistens. Ja, vor allen Dingen je nach Klausurlage hat man ja auch gar nicht so viel Weihnachtsferien. Ne? Wer sich halt erdreistete, in Urlaub zu fahren, hat richtig Probleme. Ja, genau. Ja. So ist das. Ja, so ist das. Aber immer großes aber Jammern. Aber wie üblich, jammern auf hohem Niveau, weil wir wollen ja nichtsdestotrotz immer noch unser Narrativ aufrechterhalten, dass wir einen gut bezahlten Halbtagsjob haben, bei dem wir vormittags rechts und nachmittags frei haben. Ganz genau. Und ansonsten auch völlig überbezahlt. Wo manche Kollegen es noch schaffen, nebenbei Romane zu schreiben. So nämlich. Ja. Übrigens, hat einen neuen Roman, ne?
Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Und wir haben noch keine wo ist die Podcast-Anfrage? Ja, also, hallo. Erstens war noch keine Ausgabe bei uns im Briefkasten. Und zweitens, also haben wir was falsch gemacht? Ich hatte kurz überlegt, ihm direkt da auf die Insta-Story zu öffnen. So, hallo. Entschuldige mal. Hast du nicht was vergessen? Ja, keine Ahnung. Hier, deine Lieblings-Podcast-Buddies neben Klaus Bieler. Also, ja. Marc Hofmann, wenn du uns hörst. Wahrscheinlich, wo er jetzt selber einen Podcast hat, hat er einfach gemerkt, okay, ist einfach gar keine Zauberei, was wir hier machen. Ja, vor allem, der macht jetzt nebenbei auch noch Musik und macht noch eigenen Podcast und macht auch noch hier diese Romanschreiberei. Also, ja. Und hat kein Sabbatjahr. Ja, also irgendwie, also, ja, keine Ahnung. Und hört anscheinend ja auch permanent Musik, wenn man dem Podcast so folgt. Also. Ja, muss ja. Ja, aber trotzdem gerne nochmal reinhören. Hier Pop und Pubertät ist ein schöner Podcast. Ich höre ihn mir mittlerweile wirklich regelmäßig an. Ja, und auch die dazu passenden Playlists. Ja. Sehr, sehr gut. Jo, ich habe noch einen Silvester-Nachtrag. Oh, aber schlechter Nachrichten. 200 Randalierer in Borna bei Leipzig. In wo? 200 in Borna. Ach so, in bei Leipzig. Mhm. 200 Randalierer. Ist irgend so ein, wahrscheinlich so ein 10.000 Seelenkaff. Aber ist also schon eine stabile Menge. Inklusive Angriffe auf die Polizei, zugehörige Einsatzwagen und das Rathaus. Und es wurde mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Und da wollte ich eigentlich nur kurz fragen, weiß man da schon Vornamen? Ja. Welche Afghanen waren das denn? Wie heißen denn so Sachsen, die heißen so Volker, Ronny und Mike und Silke und... Ja, danke dafür. Oh Mann, ja. Ja, ich weiß, es ist Whataboutism, aber nee. Wir müssen uns das kurz auf der Zunge zergehen lassen. 200. 200, ja. In irgendeinem Borna. Rechne das mal auf Berlin hoch. Ja. Naja. Ja, in Brasilia wurde auch irgendwas wurde auch randaliert, weil demokratisch gewählte Präsidenten sind ja jetzt nicht mehr en vogue. Deswegen kann man jedes Mal, wenn irgendwo ein Diktator oder Rechtspopulist abgesetzt wird, kann man jetzt irgendwelche Parlamente stürmen. Vor 2 Jahren in Amerika, jetzt in Brasilien. Und vor allem, das ist auch irgendwie alles so peinlich, weil das machen ja alles nur nach. Das war doch alles schon mal. Also Fake. Irgendwie. Und ach ja. 2021 hat angerufen und ist sein Aufstand zurück. Echt mal. Ja. Nee, da müssen sie nochmal ran. Also, wir reden da demnächst nochmal drüber. Ich habe da auch dazu eine mündliche Prüfung mir heute beim Joggen überlegt. Sehr, sehr, sehr gut. Aufgabe 1. Ja. Plane einen Umsturz des demokratischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Sehr gut. Zack, Verfassungsschutz. Endlich steigen die Klickzahlen in die Höhe. Ich wollte gerade sagen, wenn man sonst keinen Fame kriegt. Ne? Beste Klickzahlen in Borna bei Leipzig. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann nennen wir uns die Borna Brothers und dann geht's los. Ja. Ja. Außer natürlich, man verortet diesen Umsturz im rechten Spektrum, dann hat man vom Verfassungsschutz schon mal nichts zu befürchten. Ja, stimmt. Ja. Richtig. Apropos. Sind wir denn damit jetzt fertig? Ja, ein bisschen. Apropos Aufstand, hast du eine Meinung zu Lützenrath? Mhm. Schon irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich die kundtun soll. Alles wegknüppeln! Ja, also erstens, ich bin ja im Großen schon für Klimaschutz, aber das ist ja jetzt nun mal auch beschlossene Sache, ne? Und dann irgendwie da so sozusagen kommt alle nach Lützi und Lützi bleibt. Nein, Lützi bleibt nicht, Lützi ist weg. So, da brauchen wir auch nicht mehr hinzugehen, da brauchen wir auch nicht an My Canterite irgendwelche Lieder zu singen. Das Ding ist durch. So. Und ich könnte jetzt irgendwie hier mal kurz was dazu sagen, aber das irgendwie muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Vorbereitung auch da an den Tag legen. Erstens, aber vielleicht hier, ich mache mal einfach Teufelsadvokat. Erstens, ich finde, eigentlich sieht das mega cool aus.
Also dieses ganze riesige... So Bagger. Diese Bagger sowieso. Ich mag Bagger. Ich habe heute bei ich glaube, Fridays for Future bei Instagram kam so ein Drohnenflug einmal um so einen Bagger rum. Ja. Ich fand das sehr beeindruckend, wie die aussehen. Schon geiler als so ein Windrad einfach. Ja, schon. Und also. Windräder sollten einfach mehr aussehen wie so Braunkohlebagger. Ja, genau. Da hätten die eine viel bessere Lobby. Auf jeden Fall. Und dann würden die auch überall gebaut. Also vielleicht sogar in Bayern. Wobei, ich glaube auch, der Tagebau in Bayern wird auch nicht erlaubt. Also das geht halt nur in NRW. Oder wo ist das? Rheinland-Pfalz? NRW? Mhm. Nee, ist ich glaube irgendwo da an der Grenze. Ne? Und ja, zweite, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, wie gesagt, beschlossene Sache ist es nun mal und es geht jetzt noch bis 2030 und ja, dann ist das auch durch das Thema und wie man dann diese Gebiete nutzt, bleibt dann ja noch irgendwie offen. Also es soll ja auch irgendwie da wohl irgendwas Solariges entstehen und vielleicht da ja auch Windräder, weil Wind wird es da ja trotzdem geben. Ich denke mir immer, ach komm, dann nimm die Kohle doch jetzt noch mit, jetzt ist da eh alles kaputt und mach fertig. Erstens haben wir eine Energiekrise und wo sonst den Strom herholen? Und zweitens gibt es ab 2030 auch keine Verbrenner mehr. Also es sind nur noch E-Autos, die brauchen auch Strom. Und was wollte ich noch sagen dazu? Ja, aber nee, so, das war so meine unpopuläre, aber realistische Meinung dazu. Jetzt du. Okay. Lützi. Also, dass der Hambacher Forst zum Beispiel abgerodet wurde, das fand ich auch schade, weil es ein alter Wald und der war ganz viele tausend Jahre alt und so. Aber ob da so ein Dorf jetzt weggebaggert wird, wo eh keiner mehr wohnt, so. Ich denke ja auch, dass das Ruhrgebiet, ne, also mal weggebaggert werden. Nein, wir hatten ja auch eine riesengroße, prosperierende Industrie und so. Und da ist ja auch immer noch sehr viel Kohle unten drunter. Die hat man ja nur irgendwann nicht mehr runter, also nicht mehr geholt, weil woanders Kohle herzukriegen billiger war. Und wenn das jetzt halt bei der Braunkohle auch der Fall sein wird, dass man sagt, okay, wir baggern hier nicht mehr das, was wir selber haben, sondern kaufen teuer ein und lassen das schippern und um das dann zu verbrennen, ist auch irgendwie nicht der wahre Jakob. Letztlich ist aber natürlich die Frage, hätte man für diesen ganzen Aufwand, den man schon seit Jahrzehnten betreibt, um Braunkohle, Steinkohle und so was abzubauen und zu verfeuern, nicht auch schon 1000 erneuerbare Möglichkeiten finden können. Also das sicherlich und im Endeffekt bin ich, glaube ich, auch dafür, dass also da halt einfach mal konsequent gehandelt wird. So. Ja, ich glaube am Ende, also ich wollte da sehr gerne eine Meinung zu haben und ich wollte da natürlich auch sehr gerne irgendeine Vogue-Meinung zu haben, aber ja, es ist so ein bisschen, vielleicht hinkt der vielleicht, aber es hat so Katar-Vibes. Ja. Also jetzt ist halt zu spät. Ja, genau. Ja. Ne? Also es wäre sehr gut gewesen, das wesentlich früher alles anders zu entscheiden. Aber jetzt hier hinten raus ist da tatsächlich kein Blumentopf mehr, glaub, tatsächlich nicht mehr zu gewinnen. Mhm. Ja. Ja. Vorschlag? Atomkraftwerke in Belgien verlängern, ist jetzt auch beschlossen. Achso, ja. Oder wir holen uns diese 200 Borna-Typen und setzen die dahin. Da können die dann da in Lützenrath, keine Ahnung, irgendein deutsches Kaiserreich ausrufen oder so. Ja. Und dann ist Win-Win-Situation. Wir haben so 200 irgendwelche Nazis, die dann da irgendwo in so einem Loch liegen. In so einem Loch sitzen. Und die Grünen haben auch gewonnen. Also alle gewinnen. Ja. Polizei kann nichts mehr machen, weil Nazis. Mhm. Problem gelöst. Problem gelöst. Aber das Problem ist dabei, die Borna, also dass ich würde sagen, genau die Leute sind diejenigen, die das mal so gar nicht interessiert, was da in Lützenrath passiert. Ja. Vielleicht müssen wir Borna oder wie das heißt, einfach wegbaggern. Vielleicht liegt kann da ja auch noch was. Können wir das wegbaggern? Also da liegt doch bestimmt auch irgendwo noch was. Wir buddeln auch ganz tief. Ja. Also Energiewende, ja. Macht mal hinne. Aber wenn noch was da ist, was sowieso beschlossen ist, dann nehmt's auch mit. Gerade wenn man auch jetzt
zu dieser Zeit auf einen sehr wichtigen Rohstoff aus dem Osten verzichtet und deswegen halt irgendwie auch irgendwas braucht. Also ich mag Strom. Ich finde Strom gut. So. Ja, wobei, also zumindest so wie ich es jetzt verfolgt habe, war halt dieses Argument, dass es unbedingt da sein muss, weil sonst Versorgungssicherheit ist nicht gewährleistet, halt auch eher. Ja, das wird immer gerechnet, Bullshit gegengerechnet, war, ne? Kann sein, kann auch nicht sein. Da bin ich nicht Experte für und will es auch nicht sein. Ja, ich weiß es nicht. Also aus dem Bauch raus würde ich immer grundsätzlich sagen, wenn Konzerne einer Größenordnung von RWE oder so irgendwelche Zahlen rausbringen, die ihnen zugute sind und es gibt noch andere Zahlen, die die widerlegen, glaube ich denen, die die widerlegen. Naja. Allein schon so aus so moralischen, okay, ja, Beweggründen. Naja, von mir aus auch das, aber irgendwie bringt auch nichts. Bringt ja auch aber nix. Egal, so. Also Lützi bleibt nicht. Ich wollte gerade sagen, Lützi wegbaggern ist der folgende Titel. So. Oder einfach nur ordentlich was wegbaggern. Ja. Ich, also, so, mein Neffe steht mega auf Bagger. Für den Bagger, ja, weißt du, was gut. Wir auch wegbaggern könnten? Nee. Den Allwetterzoo in Münster. Was? Warst du da? War doof? Ja. Also, ich war jetzt Samstag da. Erste Erledigung meiner 12 Dinger erledigt. Also, ich sag mal so, wir hatten Glück, dass das Wetter so gut war, weil also Allwetter ist ein bisschen übertrieben, also, ne? Also der Allwetterzoo in Münster macht genau Folgendes: Wenn es regnet, wirst du da nass, ja. So wie in jedem anderen Zoo halt auch. Ich verstehe auch nicht, warum der so heißt. Also die Häuser sind dafür auch echt nicht groß genug. Also oft gibt es ja gar keine. Also ja. Es gibt auch nicht mehr Häuser, ja, als in anderen Zoos. Ja, und dann genau, und dann sind da halt aus Versehen noch so drei Dächer über zwei Wegen. So ja, genau. Also ich muss sagen, wenn es so wie momentan von der Seite reinregnet, ist auch doof. So, also Schritt 1 ist, also Allwetter ist da schon mal gar nichts. Nee. So, ne? Also dementsprechend hatten wir jetzt halt Glück. So, weil wir waren wirklich so der Meinung, so, ja gut, wenn es jetzt noch ein bisschen regnet und so weiter und so fort, da kann man hinfahren, da ist ja Allwetter zu. Weil ich hatte mir das tatsächlich so vorgestellt, dass da mehrheitlich alles zumindest, ich meine klar, dass du auf den Wegen dann stellenweise mal nass wirst, geschenkt, aber dass man zumindest überall da, wo Tiere mehr oder weniger sind, dass da halt entsprechende Allwetterlösungen sind. Naja, gut. Also, ich fand den okay. Ja. Ich finde aber, es lohnt sich für mich überhaupt nicht, dahin zu fahren. Gar nicht, nee. So. Also du hast doch die Zoom-Erlebniswelt. Ich wollte gerade sagen, Zoom und selbst Duisburger Zoo, der ja auch, ja, schon nicht top of the pop ist, rasiert Münster immer noch. Sicherlich. Und also und in die Kaisergarten und ist, vielleicht nicht. Ja, gut, ja. Und ist auch schon gut in die Jahre gekommen, finde ich. Mhm. Also man sieht dem an, dass der schon ein bisschen älter ist und dass da mal ein bisschen Renovierungsbedarf ist. Da wird ja teilweise auch was renoviert und gebaut, ja, da aber das dauert ewig. Genau. Ja. Aber ist Münster nicht mäßreich? So als Stadt? Ja, kann sein. Also, es gibt auf jeden Fall ständig irgendwelche Bilder von unserem Lewe, der irgendwo wieder einen Spatenstich macht. Also, es wird viel gebaut, ja, aber ich glaube nicht in Zoos investiert. Ja, was wir momentan gerade brauchen, ist Wohnungen. Wohnungsbau. Ja. Und im Zoo kann man nun mal nicht wohnen, es sei denn, man ist Tier. So. Würden da coole WG-Lösungen einfallen. WG-Lösung. Ja, einfach so ein kleines Eigenheim in diesem Erdmännchen. Das war cool. Gehege. Die Erdmännchen, ja, genau. Also, ich war da letztens auch noch mal oder vor also ein paar Monaten. Ich habe mir hier notiert, Allwetter zu Münster 3-, würde ich dem. Kann ich verstehen. Würde ich dem geben. Dafür, dass der aber einen Kilometer von meinem Haus entfernt ist, ist das schon okay. So. Ja, finde ich. Dafür finde ich. Also, ich kann da hinlaufen, genau. Wirklich. Also, ja. Locker. Genau. Und da ist ja auch eine Anlagestelle der Solaris, habe ich gesehen. Ja. Das heißt, man könnte das sogar verbinden. Ja, ich hab das leider erst gesehen, als wir auf dem Rückweg waren. So, sonst hätte ich das irgendwie gemanagt. Dann hätte ich einfach eine Runde Solaris fahren und dann jetzt du. Immer die Touristen. Ja. Demnächst gehe ich mal ins Quadrat, da warst du wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, aber locker war ich da schon. Na gut, stimmt. Also dieses Jahr noch nicht. Da war ich schon. Ja. Mammut gucken war ich schon. Mammut gucken, genau. So. Jo.
Das war's auch schon hier von meiner Gut. Was so passiert ist, Liste. Dann, lieber Martin Bieler, würde ich sagen, machen wir hier ein kleines bisschen Jubiläumsfolge. Denn wir haben heute die Folge 125. Ist irgendwie, fühlt sich nicht so richtig nach Jubiläum an. So 125. Aber ich war ja noch was schuldig. So ein paar Statistiken aus der Geburtstagsfolge. Und deswegen wollte ich die mal jetzt hier droppen. Jetzt kommt's. Folgenlängen. Fangen wir mal an mit den Folgenlängen. Die fühlen sich so ein bisschen an wie die Sommer so in den letzten Jahren, so seit der Jahrtausendwende. Die längsten 5 Folgen sind nämlich die Folgen 100, 102, 108, 117, 124. Das heißt, seit dem letzten großen Jubiläum der Folge 100 haben wir einfach wirklich die längsten 5 Folgen gemacht überhaupt. Ja. Genau, nochmal die Zahlen und die Titel bitte noch dazu. Ja, 100 war natürlich, wie hieß die Folge? Der Podcast. Podcast, genau. Dann 102 war die Folge mit Daniela Hoffmann. Wie hieß sie denn? Die Hoffnung stirbt zuletzt, genau. 108 war dann mit Marc Hofmann, Alive. Ja, Dann 117. Weiß ich gerade nicht. Das ist die Folge. Ich guck mal hier parallel nach. Ich kann einfach auch. Einfach so eine sinnlos lange Folge oder was? Ja, einfach sinnlos lang, genau. So völlig aus dem, also ohne irgendwelche Gäste oder so, einfach lang. 117, oder ich hab's gleich. Der Bildungsstandort NRW, genau, da hast du mich da in der mündlichen Prüfung so ausgehorcht also ich bin jetzt der Kultusminister und muss jetzt hier loslegen. Ja. Und da das wurde ein bisschen länger. Und die 124 war letzte Woche. Die war natürlich auch lang, weil aber es auch war die nicht, also Prüfung lang war. Die mündliche Prüfung hat der Folge sozusagen den Rest gegeben, aber wie gesagt, wir waren auch einfach in schon Minute 40. Genau. Vor irgendeiner Kategorie. Genau, so. Die längste Folge von allen war, rat mal, also von den 5, die ich jetzt gerade genannt habe. Bestimmt die mit Alive und Marc Hofmann. Ja, habe ich auch gedacht, ist aber tatsächlich die mit Daniela Hoffmann gewesen, 102, die Hoffnung stirbt zuletzt, weil wir ja da diesen Valomat durchgegangen sind und das hat auch ewig gedauert. Okay. Ja. Im Durchschnitt haben wir damit also eine Stunde, also 60,21 Minuten, das ist echt viel mittlerweile und wir sollten vielleicht mal versuchen, die 60 wieder zu kriegen. Die Gesamtlänge, liebe Zuhörende, sind 125,44 Stunden, also 5,23 Tage. Wenn ihr also seit der Folge 1 dabei seid, dann habt ihr noch nicht eine ganze Woche, aber zumindest eine Arbeitswoche schon mit uns verbracht. Kommen wir zur Playlist. Die Playlist hat Das ist schön, haben wir vielleicht gewonnen. Haben wir nächstes Jahr im Januar, haben wir vielleicht irgendwie so einen Moment, wo wir in der Folge sagen können, wenn ihr jetzt Anfang des Jahres angefangen habt, Lehrersprechtag zu sein, seid ihr noch nicht fertig. Ja. Richtig, genau. Finde ich gut. Playlist, 423 Songs, über 24 Stunden, sagt Spotify. Also da könnt ihr ordentlich hören. Ich würde empfehlen, diese Playlist tatsächlich zu frequentieren, aber mit dem Shuffle-Modus. Dann kommt da einiges zustande. Du hast doch auch mir an Silvester noch ein Bild geschickt, dass du an Silvester die Musik auch über diese Playlist hast laufen lassen. Klar. Und die ist auch gut, oder? Ich finde, also wofür sie besonders gut geeignet ist, ist so als Hintergrund Musik in Musik heterogenen Gruppen. Ja, genau. Da ist für jeden was dabei. Weil sonst ist es immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt keine, also ich selber habe dann immer keine Playlist, die der Situation gerecht wird. Ich auch nicht. Und dann irgendwie so Charts oder irgendwie sowas anmachen, ist auch blöd. So, ja, vor allem diese Playlists bei Spotify sind doch häufig dann so der richtige gerne. Mainstream, wo man sich so genau. Kann ich auch nicht mehr hören. Rockhymnen der 80er so. Richtig. Und da sind halt ja auch dann einfach einige Bonbons einfach dabei. Muss man einfach so sagen. Ja. Muss man so sagen. Könnt ihr mal reinhören, könnt ihr folgen bei Spotify, einfach Lehrersprechtag, der Soundtrack. Die Hörerzahl und Hörerinnenzahl und Hörerinnenzahl
ist jetzt, beläuft sich jetzt gerade bei 28.035. Das ist eine ordentliche Zahl, aber auch bedenken, man muss natürlich auch bedenken, dass es mittlerweile halt so viele Folgen gibt. Monatliche Downloads sind 625, auch nicht schlecht. Und 365 Abonnenten gibt Podigy aus. Das heißt, das sind die, die quasi regelmäßig runterladen und hören und streamen. Ja. Auch da kommt noch mal ran. So. Und sagt also euren Freunden und Freundinnen Bescheid. Hier gibt es Gold zu hören. Also was ist das, 600 irgendwas im Monat? Ja, 700 sagen wir mal im Monat. Okay. Ja. Und im Monat hat in der Regel so 4 bis 4,peng Folgen, ne? Mhm. Und kann man das dann einfach so ausrechnen? Dann sind wir ja bei 100 irgendwas. 150? Ja. Ich würde gerne eine 0 dranhängen. Ja. Wir hatten irgendwann mal auf 200 gepeilt. Ja, haben wir nie, ne? Geschafft, haben wir nie geschafft. Haben wir nie geschafft. Also es, natürlich in Zeit schon. Ja. Und jetzt komme ich nämlich zu den stärksten Folgen. Das ist immer noch die Folge 1, die irgendwie mit 1200 Aufrufen echt wirklich stark ist, aber leider schlecht ist. Also das, da bitte, das ist, glaube ich, das Problem. Machen. Also schlechte erste Folgen sind echt ein Problem. Lass mich mal wegschmeißen. Können wir die nicht irgendwie so aus so einem... Leider sind die ersten 20 Scheiße. In so ein Archiv verschieben? Ja, keine Ahnung. Ja, nee, also man muss einfach aktuelle Folge hören und die alten Folgen nur aus historischem Interesse, wie wir immer sagen. Und die zweitstärkste Folge ist auch in der letzten Zeit entstanden, nämlich die Folge 111. Die 111. Folge. Bilbo Beutlins Bartsong Batzgebäck in Bottrop. Ein unglaublich sperriger Titel, für SEO-Verhältnisse gar nicht zu machen, aber wahrscheinlich entweder wegen der Winnetou-Besprechung und Diskussion hat das einige Klicks erzeugt. Ordentliche die richtigen Tags. Klar, Hashtag Winnetou und so, ne, das hat natürlich geholfen. Oder vielleicht auch, weil ich singe in der Folge. Ich singe ja den Bart-Song. Ne? Ich glaube, daran wird es liegen. Vielleicht haben hier Blind Guardian gesagt hier, ach guck mal, das hören wir uns mal an. Hier, Fans, hört euch das mal an. Ja, naja, so viele ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das hätte ich mitgekriegt. Okay. So, die meisten hören über das iPhone und dann ist über Android. Dazu sage ich ja in der Abmoderation dann nochmal was. Und die Plattform, auf der gehört wird, ist Spotify. Ganz weit vorne. Ja. Dann kommt Amazon Music, was mich wundert. Mhm. Wahrscheinlich, weil dann doch ein paar Leute über Alexa hören. Also ich weiß von meiner Schwester, schöne Grüße, dass die immer über Alexa hört. Ah, okay. So. Alexa, mach mal lauter. Und dann erst Apple Podcast. So, Orte. Rate mal, in wie vielen Ländern wir gehört werden. Zwei. Hm? Zwei. 79. müssen doch irgendwelche Sexbots sein. Ja, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall, denke ich mal, irgendwelche Bots oder irgendwelche Anwälte oder irgendwas, keine Ahnung. Also natürlich in der DA, also in der Dachregion werden wir gehört. Und in den USA. Also sehr viele Klicks gibt es auch in den USA. Vielleicht, weil ich mich da irgendwo mal vielleicht so angeklingt habe oder so, keine Ahnung. Oder einfach, weil wir gute Hashtags haben. Ja. Das mag sein. So, das sollen die Statistiken gewesen sein für diese kleine Jubiläumsfolge. Aber keine Jubiläumsfolge, wenn auch nicht nur ein bisschen Jubiläumsfolge, ohne eine schöne Outtakes-Folge. Die gibt es dann im Laufe der Woche. Ich habe schon, heute schon einiges zusammengeschnibbelt und muss jetzt das nur noch irgendwie zusammenbringen. Und dann gibt es eine Outtakes-Folge. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Also alle Outtakes seit Folge 100 sind dann da drin. Das war's. Cool. Danke dafür. Bitteschön. Das war auch alles, was ich für heute. Möchtest du noch was kurz von über unseren Rechtsstreit zur letzten Folge erzählen? Ja, keine Ahnung. Es ist alles schwierig. Immer dieses Urheberrecht, Leute, lasst es bleiben oder macht es einfach egal wie. Ich habe die Folge ja ziemlich genau um 0 Uhr veröffentlicht und 2 Stunden später hat sich das Baby gemeldet. Ich gucke währenddessen auch aufs Handy, allein schon um Licht zu machen. Direkt eine Mail von YouTube. Urheberrechtssperre. Jetzt könnt ihr mal raten, welche von den Filmcompanies, die wir da eingespielt haben oder ich da eingespielt habe, sich beschwert hat. Es war
Marvel. Marvel meinte... Und damit ja eben Disney, ne? Ja, ja, damit eben Disney, genau. Aber bei Disney haben sie sich nicht beschwert, sondern nur bei Marvel. Ich sag mal so, also dieser Milliardenkonzern Marvel braucht, glaube ich, keine Angst zu haben davor, dass ich 20 Sekunden aus deren Intro von irgendeinem Film benutzt habe. Naja. So als kleines Quiz für den Martin Bieler. Also es ist schon absurd, ja. Genau. Universal hat sich auch gemeldet, aber die haben gesagt, ah nee, ist okay. So, es gibt also bei YouTube verschiedene Abstufungen. So nach dem Motto, wir haben das zur Kenntnis genommen. Mhm. Genau. Aber geht schon. Ja. Haben wir eure Klickzahlen uns angeguckt, genau. Und haben uns gedacht, ah komm. Also das ist die erste Variante, komm, ist egal. Dann gibt es die Variante, wir dürfen nicht mehr monetarisieren, beziehungsweise wenn Geld anfällt, geht das an eben den Urheberrechtsmenschen. Ja, kein Und Problem. Der dritte Punkt ist, das, was Marvel gemacht hat, ja, wir blockieren die Folge, die darf nicht gezeigt werden. Die wird überall blockiert, also zumindest in der Dachregion. Und dann kann man aber bei YouTube das rausschneiden. Also ich habe dann einfach einen Teil rausgeschnitten und jetzt ist es wieder zu sehen oder beziehungsweise auch zu hören. Ja. Ja. Stark. Alles absurd. Ja, und das wäre auch übrigens passiert, wenn ich nur 15 Sekunden benutzte. Das ist einfach Marvel. Ja. So, Klopper der Woche. Mhm. Ich habe eine Glasbruchgeschichte zu erzählen. Oh yeah. Relativ aktuelle, ne? Nee, die habe ich ja schon erzählt. Oder habe ich irgendwas zerstört, wovon ich nichts mehr weiß? Was war denn? Jetzt habe ich vergessen. Was war denn die aktuelle dann? Ja, mit dem Sixpack. Ach ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Also. Alles klar. Aber ich wollte sowieso kurz rekapitulieren, damit, um nochmal alle ins Boot zu holen. Hier, kommt rein über die Reling, kommt rein ins Boot. Also, kurze Rekapitulation. Erste Folge, oder erstes Mal, dass ich von Glasbruchgeschichten erzählt habe, war der Laserfinger. Da habe ich davon erzählt, dass ich einen Flaschenhals mit dem Finger abgeschlagen habe, als ich versuchte, so eine Bügelflasche zu öffnen. Ja, wie das passiert ist, keine Ahnung. Dann gab es eine Glastür, die wir zwecks einer Partyvorbereitung ausgehoben haben und in die Garage bringen wollten, damit sie nicht während der Party kaputt geht und es war im Januar und sie zersprang bei dem Kontakt zur kalten Luft, damals war es noch kalt, in eine Milliarde Scherben. Und die dritte Glasbruchgeschichte war, man tanzte zu Survivor von Destiny's Child und dabei habe ich so eine Tür zerstört, wie du erzählt hast, so eine Oma-Tür mit Außenholz und Innenglas. genau, weil ich einen Handstand gemacht habe. Die vierte Glasbruchgeschichte, also in dieser, oder fünfte mittlerweile sogar, in dieser Kategorie, hat sich ereignet, als wir in diese Wohnung hier eingezogen sind. Da haben wir frisch die Küche, zumindest die Küchenplatte installiert und auch den Herd. Und jetzt kannst du mal raten, Glaskeramik-Kochfeld versus Olivenölflasche, wer gewinnt? Damit es ein lohnender Klopper ist, offensichtlich die Olivenölflasche. Richtig. Wenn die Olivenölflasche kaputt gegangen wäre, dann hätte ich das nicht erzählt. Das ist richtig. Wir hatten ein wunderschönes Glaskeramik-Kochfeld hier mit Induktion. Es hatte aber, es sah so sehr elegant aus, es hatte nämlich keinen Metallrahmen, wie das viele Herde haben, sondern es war direkt so glasig. So, es war schön. Und ich stupse so gegen die Olivenölflasche und die sind ja aus ziemlich dickem Glas. Und diese fällt um und genau auf die Kante von diesem Kochfeld. Ja, die ist gesprungen und aber dann auch wirklich so komplett, weil es ist ja Glaskeramik und dementsprechend in auch ganz, ganz viele kleine Einzelteile zerrissen. So ein bisschen wie so Eis, wenn man so drauf haut und dann es bricht. So, die Älteren erinnern sich, was Eis ist. Und ja, genau, das war dann also der Herd, den hatten wir ungefähr 4 Wochen. Danach hatten wir einen mit Stahlrahmen und der hält auch immer noch. Toi, toi, toi. Hat das die Haftpflicht bezahlt? Nee, wieso Hausrat? Denn? Ich hab's ja selber gemacht. Hausrat? Hab ich nicht. Bei deinen Glaserfahrungen hast du keine Hausrat. Das Problem ist, ich habe tatsächlich geguckt, selbst eine Hausrat hätte nichts gebracht, weil man muss dann extra noch eine Glasbruchversicherung abschließen. Achso, ja. Habe ich nicht. Kostet doch nichts. Habe ich nicht. Also wenn du die Hausrat hast, ja. Wenn du die Hausrat hast, ne, dann kostet, glaube ich, dieses Glasding extra 1,50 oder so. Ja, keine Ahnung. Ich bin da mit Versicherung immer, ja.
Besser alles nicht haben. Ja, besser alles nicht haben. Und wenn man es dann braucht, dann vielleicht sagen, hätte ich es mal gehabt. Ja. Oder besser bei anderen Leuten kaputt machen, weil dann zahlst du die Haftpflicht. Die habe ich. Ja. Die brauche ich wegen der Drohne. Also deswegen habe ich die sowieso. Ja, so ist das. Sehr gut. Mehr Geschichten in 2 Wochen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur mündlichen Prüfung. Bitteschön. Weißt du, worüber wir schon lange nicht mehr gesprochen haben? Spiele. Richtig, Star Trek. Nein, du hast richtig geraten. Spiele ist richtig. Ja, okay. Es geht nochmal um Videospiele, ja, heute. Und zwar hat die Folge den Titel Retro Gaming Super Nintendo Tag. Ja! So, es geht nicht nur um Super Nintendo, aber ich habe ein paar in Klammern Retro Gaming-related Fragen. Da muss ich ja sagen, ich bin dir sehr dankbar und irgendwo auch ein bisschen reumütig, dass ich dich letzte Woche so in die Mangel genommen habe und du jetzt so eine schöne Prüfung für mich hast. Aber mal schauen. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob man was mit Videospiel-Intros machen kann. Aber komm, keine Sorge, kommt noch. Kommt noch. Okay. Hatte ich jetzt nur bei dem ganzen Zeugnisprüfungsstress nicht genug Zeit, mich mit auseinanderzusetzen. So, bestes Jahrzehnt für Videospiele. Soll ich dir sagen? Ja. Nee. Aus meiner Warte heraus würde ich sagen, die Nullerjahre. Bestes Jahrzehnt für Videospiele. Weil. Also 2000 bis 2010, ja? Das ist das, was man gemeinhin halt unter den Nullerjahren versteht. Weil. Soll ich das erörtern? Ja, bitte. Wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, dass die 3D-Ära, wenn sie also in die Jahre gekommen ist, wirklich schwer ist, noch sich anzuschauen und so. Das ist aber vor allem bei den Sachen, die so in den 90ern rausgekommen sind. 96 kam, glaube ich, der N64, wenn man heutzutage so Banjo-Kazooie oder so anguckt. Schlimm. Wenn auch schönes Spiel, aber schlimm. Und auch Tomb oder Raider. Und so. Jedes Spiel auf der PlayStation 1. Genau. So. Und dann muss man sagen, also haben die sich dann bis zur Jahrtausendwende so weit entwickelt, dass es tatsächlich machbar ist und auch heutzutage noch wieder spielbar und ansehbar ist. Also wenn man zum Beispiel überlegt, was alles dann so Anfang der Jahrtausend oder das Anfang der Nullerjahre rausgekommen ist, so mit der Quake 3 Engine, das sieht schon ganz okay aus. So, ich hatte ja mal irgendwann Jedi Knight hier vorgestellt, Jedi Knight 2, Jedi Knight 3, demnächst auch noch mal eine Hausaufgabe zu einem Spiel, auch in der Quake 3 Engine. Das ist zwar natürlich auch irgendwie in die Jahre gekommen, die Gesichter bewegen sich nicht, wenn Leute sprechen und so, aber es ist okay, man kriegt nicht direkt die Pimpernellen, wenn man sich das anguckt. Und das ist dann also trotzdem, was so Spielmechaniken angeht, so weit komfortabel geworden und spielbar geworden, dass es Spaß macht. So, es ist nicht mehr dieses 80er-Jahre Arcade-mäßige, das Spiel gegen den Spieler, sondern es ist schon eher so, dass es zunehmend immer unterhaltsamer wird und da auch gute Sachen entstanden sind und gute Spiele und gute Serien auch. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut mitgehen und nachvollziehen. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, irgendwie so Top-Spiele 2000 habe ich hier parallel mal gegoogelt. Da war zum einen das bahnbrechende Diablo 2 ist da rausgekommen. Siehste? Im Jahr 2000. Was hatte ich da jetzt gerade noch gesehen? Tony Hawk Pro Skater 2. Schmeckt. Counter-Strike. Ja, echt? So spät erst? Ja, es war ja, glaube ich, ursprünglich war es ja ein Half-Life 2 ja. Mod. Ne? Und ich glaube, dann 2000 war es der so als Standalone oder irgendwie so. Ja. Also dieses Counter-Strike Global Offensive. Ja. Oder whatever, keine Ahnung. Ja. Zelda Majora's Mask, das ist der zweite, ne? Majora's Mask, 64, ne? Ja, das ist der zweite auf dem 64, ne? Der erste Genau, der erste war Ocarina of Time. Genau.
Ja. Baldur's Gate 2, Schatten von Am. Mm. Ja, Liste. Oh. Ne? Nur Bonbons. Ja, ich habe ja auch gerade noch mal so eine Liste aufgerufen. Battlefield 1942, wie großartig war das auf LAN-Partys? Oh, oh, oh. Oh. Und Star Trek Voyager Elite Force, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nein, haben wir nicht. Das sollte die nächste Hausaufgabe werden. Also, das kommt demnächst. Ich habe es mir tatsächlich jetzt gerade mal gegönnt. Ich habe es mir geholt jetzt. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee. Machen wir dann. Yeah. Da möchte ich dann auch mitreden. Ja, genau. Das ist wirklich. Da dachte ich nämlich wegen hier Quake 3 Engine und so. Das ist wirklich ansehnlich. Hier, aber auch hier Morrowind, The Elder Scrolls. Magst du nicht, aber ist großartig. GTA 3. Hallo. Ja. Und wenn man sich das so weiter anguckt, das ist also Far Cry, Sims 2, Bioshock. Da sind richtig tolle Portal. Tolle Sachen entstanden. Und das ist halt auch mein Spielejahrzehnt, weil ich da natürlich am meisten gezockt habe. So. Mhm. Ne? Ja. Ja. Okay. Dann Anschlussfrage. Was machen die Spiele aus diesen Nullerjahren besser als heutige Spiele? Ja, also erstmal haben sie nicht dieses unsägliche. Die unsägliche Größe, was heutige Spiele unbedingt alle haben müssen. Dieses Open World, aber jede World muss noch größer sein als die des Konkurrenten und die des Vorgängers, dass du gar nicht mehr weißt, was eigentlich los ist. Bestes Beispiel jetzt hier Assassin's Creed Valhalla. Du kommst ja gar nicht durch, so riesig ist die Welt und es gibt überall was zu entdecken und für so ein Trüffelschwein wie mich, der dann auch wirklich alles entdecken will, ist das wirklich Arbeit irgendwann. Es wird so ein richtiger Grind, weil man, ach und hier schon wieder was, ich muss schon wieder von meinem Pferd absteigen und dann finde ich da halt irgendwas, was völlig unwichtig ist. Dann dieses Games ist... Und der Batzke ist erst zufrieden, wenn er alle 362 verschiedenen Kräuter eingesammelt hat. Richtig, so nämlich. Ja. Dann dieses Games ist, also solange noch irgendwas auf der Karte aufblinkt, dann gehe ich dahin. Dann dieses Games as a Service-Ding, dass Spiele einfach nicht Ruhe geben, so immer noch schreien aus sozusagen 2 Jahre später. Ach, ich habe übrigens noch eine Quest für dich. Lade bitte diese 30 Gigabyte Update runter und spiel einfach mal weiter. Und hier ist übrigens noch eine Quest für dich. Und dieses Geschwätzige dann wird tausendfach nur eine riesen Questreihe wieder aufgemacht. Man denkt sich, komm, ist gut jetzt. So. Das. Und dazu noch, was heutige Spiele halt auch nicht gut machen oder was ich nicht mag, ist diese Monetarisierung, was so Achievements und Klamotten und Dingsbums angeht, was man so in Shops für echtes Geld nachkaufen kann. Mikrotransaktionen. Genau. Gut, danke fürs Wort. Ja, finde ich furchtbar, finde ich ganz schlimm. Hier, dein Spiel hat das doch auch, was du letzte Mal vorgestellt hast, oder? Dass man da auch mit Mikrotransaktionen so richtig viel kaufen kann, oder? So, hier Warhammer. Aber es ist halt ein Warhammer-Spiel. Jedes Spiel nach 2015 hat das, oder? Ja. Aber sobald du irgendwie cool aussehen willst, dann kauf das mal hier. Und das ist natürlich, Mobile Games ist da noch ganz schlimm, da wollen wir gar nicht erst drüber reden. Das ist natürlich auch ganz, ganz schlimm. Aber halt also, auch so. Ich muss sagen, es nervt mich auch. Ich finde es immer, wenn es nur so kosmetische Sachen sind, finde ich es halt okay, weil dann denke ich mir halt immer, ja, gib ich einen Fick. Ja. Ja. Aber finde ich, finde es auch falsch, jetzt hier von wegen Jugendschutz, da will ich nicht so ein Fass aufmachen, aber dann halt so wirklich dahin zu gehen und zu sagen, so, du kaufst dir jetzt dies und das für Fortnite und dies und wirst da halt so richtig auch dazu gezwungen, mehr oder weniger die Kreditkarte deiner Eltern zu klauen und solche Sachen. Mhm. Also Vorsicht dabei, finde ich nicht so gut. FIFA. Genau, hier das neue FIFA, wo man hier diese Ultimate League da zusammenbauen kann, aber die auch für Geld. Also ganz, ganz schlimm. Also EA, oder ist das überhaupt noch EA? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ja. Also der Videospielsektor ist irgendwie zu groß geworden. Der ist so eine Riesenkrake geworden. Der irgendwie unterm Radar schwimmt und deswegen nicht so auffällt. Ist halt so ein Riesending. So. Naja, wenn man auch sich die Credits von so Spielen anguckt, von so AAA-Sachen, teilweise musst du die ja angucken, damit du am Ende noch irgendwie so ein After-Credit irgendwas kriegst. Und dann denkst du dir, ey, wie viele Leute da mitmachen. Ja, danke Marvel, genau. Wie viele Leute an so einem Spiel mitwirken. Unfassbar. Das sind ja echt
hunderte Millionen Produktionen wie große Blockbuster-Filme. Also da waren die Spiele früher so ein bisschen übersichtlicher. Okay. Ich würde noch zwei Dinge ergänzen wollen. Das eine ist, ich finde, das mag aber jetzt auch so ein bisschen Grumpy Old Man Talk sein und ich bin ja auch gar nicht mehr so sehr drin. Aber irgendwie gefiel mir früher so Game-Mechaniken und so einfach besser. Also die Spiele waren bessere Spiele vom Spielen her, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich finde stellenweise heute, also durch dieses gigantische und dieses Open World, brauchst du dann halt so viele Hilfedinger und dann jeder Weg, den du laufen musst, wird dann eingeblendet und dann ist alles, wo ich denke, so, mach doch mal ein bisschen kleiner, kann ich selber ein bisschen laufen. So, ne? Irgendwie so viele Sachen. Kann ich selber entdecken und so, ja. Ja. Ja, und was ich gut fand, früher waren Spiele, wenn sie rausgekommen sind, einfach fertig. Ja. Und nicht einfach nicht noch ein Jahr in Beta-Test eigentlich. Ja, das ist natürlich auch ein großer Punkt, ja. Ja. In der Spieleentwicklung gecrunched wurde früher aber auch, das kann man so nicht sagen. Also das wurde trotzdem gemacht. Das ist ja auch immer ein großer Kritikpunkt, dass die SpieleentwicklerInnen halt gerade vor Release-Terminen so fertig gemacht werden und 100 Stunden Wochen schieben müssen. Das war aber früher auch der Regelfall und da wurde es gar nicht angesprochen. Ja, also, ja hört man immer oft hier bei Stay Forever, ne? Die erzählen das dann immer oft. Ja, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz nervt mich, dann sollen sie halt die Sachen einen Monat später rausbringen. Ja, ich weiß, geht nicht. Weihnachtsgeschäft. Aber, ja. E3. Ja. Gamescom. Okay. Was ist dein Lieblings-Super Nintendo-Spiel? Das glaube ich. Ja. Da muss ich überlegen. Weil ich glaube, es ist im Endeffekt dann doch Super Mario World. Also Super Mario World. Es ist dann doch irgendwie doch der Mainstream, das im Bundle mitgelieferte Spiel, weil man es auch irgendwie am meisten gespielt hat. Was ich auch sehr gut fand und immer wieder auch gerne neu wieder anfange, ist Donkey Kong Country 3. Wollte ich auch noch mal irgendwann unsere Hausaufgabe aufgeben. Warum 3? Weil ich das hatte. Ich hatte die ersten beiden Teile hatte ich nicht. Das ist und, ein nicht zu von der Hand zu weisen. Und Argument. Noch ein Punkt, der dritte Teil ist, glaube ich, von 1996. Mhm. Das Spiel sieht super aus. Also das ist halt schon zu der Ära, wo schon der N64 kurz vor Release war oder schon released worden war. Und das Spiel hat, also das holt wirklich alles aus diesem Super Nintendo raus. Es ist wirklich, also was die Grafik da macht, ist wirklich das oberste der Fahnenstange. Also wirklich. Mhm. Sehr schön. Okay. Ja, aber spielmechanisch machen Super Mario-Spiele einfach irgendwie am meisten Spaß. Du kannst eben schnell rein, du kannst die Steuerung kriegst du schnell hin. Ich habe hauptsächlich Plattformer gespielt und da ist Super Mario immer noch am besten auch ausgetimt, was so die Sprünge angeht. Ich habe zum Beispiel auch so ein Asterix-Spiel, Asterix und Obelix. Ist auch ein Plattformer und so mit so ein bisschen Beat'em up, also so ein bisschen prügelnmäßig. Mhm. Also dann kommen dir halt Gegner entgegen, du musst sie halt so wegschlagen. Mhm. Und das ist schwierig bis schlechte Steuerung. Es ist sehr. Du kannst es im Koop spielen, was Spaß macht, aber teilweise sind die Hitboxen auch sehr schwierig einzuschätzen. Du weißt nicht, wann du triffst und so zu. Ja, genau. Okay, dann kenn ich's. Ja, genau. So. Und Asterix dreht so den Arm. Ja. Genau. Ja. Das macht Spaß, ist auch cool, habe ich auch viel gespielt, aber auch da kommt dir ein Römer entgegen, du schlägst und der haut halt erstmal daneben. Dann lieber bei Super Mario einfach oben drauf springen. Mhm. Und mit Yoshi und solche Sachen. Das, also doch, ja. Okay. Ja. Gut. Nehm ich. Hast du eins? Ja, also. Was es auf jeden Fall nicht ist, ist die Schlümpfe. Das habe ich auch viel gespielt, das war bockschwer. Auch eine relative Mainstream-Antwort, ich tendiere zu Zelda, A Link of
To the Past. To the Past. Das spiele ich das, ja gerade, habe ich ja schon erzählt, auf dem Handy. Also das hatte das ich tatsächlich großartig. Dann auch auf meinem Nintendo, ja. Und das habe ich auch damals schon mehrmals hintereinander durchgespielt, weil ich es so cool fand. Da bin ich und echt auch, begeistert. Ja, und dann auch, als ich mir die Switch geholt hatte, dann ja nochmal in diesem emulierten Dings. Das macht wirklich Spaß. Vielleicht eines der besten, vielleicht eines der besten Spiele auf dem Super Nintendo, wahrscheinlich Secret of Mana. Habe ich nur bei Freunden mal gespielt. Habe ich auch immer nur emuliert irgendwie gespielt, aber ist schon stark. Ja. Und ja, Super Mario auch super. Und zwei Spiele noch, die ich auch viel gespielt habe, aber vor allen Dingen eben immer zu zweit, war einmal Mortal Kombat 3. Das gab es auf dem Super Nintendo, okay. Ja, da, und hatte mein Cousin in so einem irgendwie aus Italien Import, da musste man noch so einen Adapter in den Super Nintendo reinstecken, damit man dieses eckige Cartridge da reinkriegt und so weiter und so fort. War schon cool. Finish him! Genau, weil in Deutschland gab es das nämlich nicht. Und International Superstar Soccer Deluxe. Ja, das hat mich nie interessiert. Also gerade auch so Fußball sowieso ja nie und auf dem Super Nintendo auch nicht. Ich fand das irgendwie. Also es gab manche, die hatten das und dann hat man es irgendwie mitgespielt, aber nee. Ja. Nee, dann, also da war ich auch noch Fußball begeistert halt so als junger Hüpfer, sag ich jetzt mal. Und aber das hat echt Laune gemacht. Ja. Vor allem, weil man da auch so Quatsch, ich kann mich daran erinnern, man konnte so Quatsch machen. Es gab, man konnte einfach, wenn man eine Taste, ich glaube es war A, so im Stehen hintereinander gedrückt hat, dann hast du einfach den Ball so hochgehalten. Okay. Und dann konntest du so Fallrückzieher machen und so. Also ja. So richtigen Unfug einfach. Das war witzig. Ja. Und ich weiß, ich habe auch noch, da war ich wieder bei so einem anderen Kollegen, es gibt ja immer so bestimmte Spiele, die man auch so mit so bestimmten Personen dann halt verbindet. Weil immer, wenn man bei dem war, hat man dann dieses auf Spiel gespielt. Und das war irgendwie so ein Basketballspiel. Ich glaube aber nicht dieses von EA, also EA hatte ja auch für jede Sportart irgendeine Reihe. Und da gab's, das war auch so Unfug, weil da gab's so eine Funktion, du konntest halt so einen normalen Pass spielen und dann konntest du mit X auch Pässe spielen und wenn der Pass dann am Korb angekommen ist, dann hast du so ein LEU gemacht. Und dann hast du einfach so hochgeworfen und der Computer hat dann den Dunking für dich gemacht. Ja. Das war so richtig dämlich, weil einfach du saßt die ganze Zeit nur und alle haben so X gedrückt und dann 10 Minuten lang und am Ende hat da einer gewonnen. Das war richtiger Quatsch. Ja, ist kann mich dann dran oft schwierig, dann auch auf diese Limitierung von dem Super Nintendo dann solche Spiel- oder Sportmetaphern dann irgendwie aufzusetzen. Ja, das ist schon schwierig. Aber Mario Kart war auch cool. Also das hatte ich selber auch nie. Und das hat aber auch immer Spaß gemacht. Kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Also, wenn ihr euch das anguckt, es ist Müll in Tüten. Es geht gar nicht. Also, es ist wirklich, aber halt einfach auch ein stabiles Spielprinzip am Start gebracht. So, weiter geht's. In welches Spiel hast du wahrscheinlich die meiste Lebenszeit versenkt? Zählt Super Mario All-Stars. Weil es ist ja, da sind ja mehrere Spiele ist, drin. Ist ja ein Spiel. Ist ja eine Cartridge mit mehreren Spielen. Ist würde ich als ein Spiel dann rechnen. Dann würde ich sagen, ist es das, weil da ist natürlich alles drin. Ne? Da ist Super Mario Brothers 3. Da sind ja die NES-Spiele, also um das nochmal zu erklären für die Kids. So, da sind die NES-Spiele. Das ist also einmal Super Mario Brothers, das ganz alte. Dann The Lost Levels. Dann Super Mario Bros. 2, was eigentlich ein anderes Spiel war, aber dann so ein Reskin bekommen hat, damit es besser verkauft wurde oder sich besser verkaufen konnte. Deswegen ist es ganz anders als jedes andere Super Mario Spiel. Und Super Mario Bros. 3, was auch einfach sehr viel Spaß macht und auch ein sehr gelungenes Spiel ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann würde ich sagen, habe ich da am meisten Spielzeit investiert. Ich glaube sogar, dass Super Mario Bros. 3 mein Lieblings-Mario-Spiel ist. Wollte ich auch erst sagen, aber ich dachte dann, es ist ja ähnlich eher ein NES-Spiel und deswegen. Ja. Es hat auch, man merkt ihm sein Alter auch mittlerweile an. Stimmt, habe ich aber früher nicht gemerkt. Im Gegensatz zu Super Mario World, weil das ist einfach unglaublich gut gealtert. Das ist super. Das ist einfach perfekt spielbar. Ja. Finde ich auch immer noch krass, wie dann doch der Wechsel ist dazwischen den beiden Spielen. Ja. Was in Super Mario Bros. 3 vor allem geil war der Battle-Modus. Den konnte man einerseits im Spiel selbst aufrufen, wenn man zu zweit gespielt hat, ging man auf dieselbe Stelle, wo der andere war und konnte ihn dann zu so einer Art
kleinen Mini-Battle herausfordern, aber es gab auch den Battle-Modus direkt im Menü auszuwählen. Und was haben wir Stunden damit zugebracht, einfach gegeneinander zu zweit diesen Battle-Modus zu spielen. Man hatte dann so ein bisschen kleinen Turniermodus, also ne, entsprechend Punkte bekommen und dann ging es also und guckt, wer am Ende gewinnt. Und oh, ich glaube, da haben wir noch mit am meisten Zeit verbracht, weil es einfach super Spaß gemacht hat. Gut. Okay. Ne, Schwester, erinnerst du dich? Ich bin bei mir nicht sicher. Also mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass es fast Hearthstone ist, weil ich das einfach schon so lange so oft spiele. Und was ich auch. Moment, ich dachte, du hättest gefragt, Super Nintendo-Spiel. Achso, nee. Jetzt allgemein, welches Spiel? Ah, okay. Ja, dann muss ich gleich nochmal antworten, aber bitte. Ja. Ja, also Hearthstone und so im Retro-Bereich, glaube ich, tatsächlich Diablo 2 stecken auch ein, zwei Stunden drin, ja. Ja, ich glaube, da muss ich tatsächlich nochmal meine Antwort revidieren. Mhm. Wobei über die Jahre wird es vielleicht auch trotzdem so sein, weil Super Mario Bros. 3 packe ich ja auch immer wieder aus. Aber da muss ich doch so ein Assassin's Creed, glaube ich, Odyssey vielleicht hervorziehen. Mhm. Oder die Elder Scrolls Skyrim, da habe ich auch sehr viel Zeit investiert. Ja, das kam ja 2010, glaube ich, raus oder so um den Dreh. Und da habe ich hunderte Stunden investiert. Ja, ja. Oder zwei, drei Runden Anno, ne? Ja, genau, stimmt. Zwei abgeschlossene Runden Anno sind ja auch schon mal 50 Stunden wahrscheinlich. Und der Visier sagt, wie wär's mit einem Kaffee? Halt die Klappe, ich muss spielen. Sie sollten mal eine Pause machen. Nein! Okay. Ja. Letzte Frage. Welches Spiel hat deiner Meinung nach den höchsten popkulturellen Einfluss? Also dann eben auch außerhalb der Videospielwelt. Tomb Raider. Mhm. Tomb Raider, ja, würde ich sagen. Weil es halt danach auch entsprechende Filme oder Filmreihen gab. Ja, einmal die zwei mit Angelina Jolie und dann jetzt der ja doch eher gefloppte mit Alicia Vikander. Aber auch einfach die Ikone Lara Croft ist jedem bekannt. Kam ja sogar in dem Ärzte-Video ein Schwein namens Männer vor. Mhm. Und so, also ich glaube, also, jeder kennt Lara Croft. Wenn man noch nie Tomb Raider gespielt hat, ich würde schon sagen, ja, das hat auf jeden Fall sehr hohen popkulturellen Einfluss. Hm. Würdest du mit beipflichten oder hast du eine andere Antwort? Ich würde sagen Pokémon. Ja, gut, stimmt. Doch, ja, nehme ich auch an. Ja, wobei, ja doch. Allein schon wegen der vielen Editionen und allem. Wegen allem. Ja, okay, hast recht. Ja, hast recht. Ja. Hast mich überzeugt. Also, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen. Also, wahrscheinlich ist es ganz am Ende auch noch was viel Bananeres, irgendwie so Pac-Man oder irgendwie so, ne? Aber. Ja, weiß ich, oder doch Super Mario oder Tetris. Ja. Also, ich bleib bei. Übrigens auch ein Spiel, in dem ich sehr viel Zeit investiert habe, Tetris. aber. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich gar nicht das, was uns im Sinn ist, sondern das, was die Kids heute spielen, so Fortnite oder sowas, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil es einfach so einen weltweiten Einfluss hat, den wir aber gar nicht mehr irgendwie greifen können, weil das mir irgendwie gar nicht mehr am Zahn der Zeit. Kann ich auch nicht, bin ich auch nicht. Bin ich auch schlecht drin. Verstehe ich. War immer schon schlecht in Multiplayer-Spielen und dann irgendwie Call of Duty oder so, ich würd also ganz Kram nie online spielen, da wäre ich viel zu peinlich. Nee, also. Und Fortnite auch, ich wäre der Erste auf der Insel, der stirbt. Du kommst gar nicht an. Nee, alles schon mit dem Fallschirm da im Meer. Genau. Also, nee. Da habe ich zu viel Angst vor Teabagging. Ja, ich bin so ein Singleplayer, Story-getriebener Golden Retriever, der alles irgendwie finden will und seine Ruhe dabei hat. Ja. Nicht zu schwer. Deswegen Assassin's Creed ist dann schon meine Reihe, die ich immer wieder. Deswegen, dieses Jahr, ich freue mich, kommt ein neuer Teil. Stark. Ja. Assassin's Creed ist übrigens auch immer mein Benchmark-Test. Wenn da ein neuer Teil rauskommt, dann gucke ich, schafft mein PC das? Wenn nicht,
Brauche ich einen neuen. Musst du mal ran. Dann muss ich mal ran. Dann Mind Factory Alternate, here I come. Und dann gibt er da oben ein Assassin's Creed neuer Teil. Ja, was muss ich können? So. Und abspielbar. Dann, genau, so ist es bis jetzt auch immer gewesen, auch die letzten Male immer so beim Aufrüsten. Ich könnte natürlich auch einfach in so eine PS5 investieren und für einen Bruchteil des Preises eines neuen Gaming-PCs irgendwie erstmal für Jahre ausgesorgt haben, aber nein, ich bin ein PC-Spieler. Und außerdem rechnen kannst du dir ja noch irgendwann mit einem PC Master Race einreden. Ja. Ja. Und mit dem PC kann man auch ein bisschen mehr machen. Wie zum Beispiel Podcasts schneiden, was ich gleich machen muss. Deswegen, kommt noch was? Nö. Dann. Mündliche Prüfung fertig. Kannst mit deiner Hausaufgabe kommen. Dann habe ich noch ein nicht so erheiterndes Gedicht mitgebracht. Ah, ich bin gespannt. Ja. Hausaufgabe ist Musik. Wir haben so viel über Spiele gesprochen, davon beim nächsten Mal, aber heute ist Musik mal wieder dran. Und mein Spotify Wrapped hat etwas ausgeworfen, wo ich gedacht habe, komisch. Also, ich war einerseits nicht verwundert über Pearl Jam, weil ich nach der Folge mit Marc Hofmann dann doch recht viel Pearl Jam gehört habe und das neue Muse-Album auch rauf und runter gehört haben. Deswegen war das auch auf jeden Fall klar, dass das reinkommt. Aber was auch drin war in meiner Spotify-Wrapped beste Interpreten-Albenliste, war Ghost. Okay. Ja, hab ich auch gewundert. Eine quasi paradüstere, ich sag mal Heavy-Metal-Hard-Rock-Band aus Schweden. Ich wollte erst Progressive sagen, aber dann habe ich es mir noch angehört. So progressiv ist es dann doch nicht. Aber gut. Finde ich, da scheiden sich aber auch die Geister. Die Bandmenschen heißen alle nur A Nameless Ghoul und der Frontman heißt Papa Emeritus. Da ist aber mittlerweile raus, wie der wirklich heißt, Tobias Forge oder Tobias Forge wahrscheinlich, weil er Schwede ist. Tritt aber immer so in Verkleidung auf mit so einer Mitra und da ist irgendwie auch so als Skelett verkleidet. Ich finde, also so ein bisschen übertrieben düstere Aufmachung dafür, dass die Musik gar nicht so düster ist, sind relativ hochwertig komponierte Songs, wie ich finde, sehr gut aufgenommen. Teilweise dreckig, teilweise sehr melodisch und jetzt hier nochmal so eine Auswahl, genau um diese beiden Varianten dabei zu haben. Ich kenne auch nur zwei Alben, nämlich einmal das Prequel von 2018, da einmal dreckig ist Rats und melodisch ist Miasma. Großartiger Song, instrumental, kein Gesang, aber großartig. Dann das Album Impera von 2022, was dann in meiner Spotify-Rap-Playlist war. Das habe ich wohl sehr häufig gehört, finde ich auch immer weiterhin sehr gut, habe ich gestern nochmal nachgehört. Melodisch auf jeden Fall Kaisarion und Watcher in the Sky und dreckig ist das Lied 20s. Klingt so ein bisschen komisch. So, genau. Ghost. Was sagst du dazu? Du warst jetzt nicht so überzeugt. Ich möchte an der Stelle, glaube ich, einfach mal den guten Marc Hofmann zitieren, was der nämlich auch immer oft sagt. Ich versuche ja, die gut zu finden. Ja. Aber ich werde nicht warm mit denen. Einfach. Ja, also ich mag es, weil es viele Riffs und Hardrock-Einflüsse von früher irgendwie reinholt. Da ist vieles, was man irgendwie kennt, so auch aus den 70ern, 80ern, Alice Cooper, so in dem Sinne. Und das holt mich ab, das macht mich irgendwie fröhlich, wenn ich diese Lieder höre. Und deswegen, ja, höre ich das, glaube ich, ganz gerne. So. Und gut gespielt ist es allemal. Also musikalisch kann man denen nichts vorwerfen. Definitiv nicht. Ja, diese Aufmachung und so, naja, aber gut, wenn du eine Heavy Metal Band aus Schweden bist, dann. Jeder braucht irgendwas. Ne? Dann brauchst du halt irgendwie sowas, ne? So. Ja, genau. Ghost und die Songs habe ich genannt, die könnt ihr jetzt in der Playlist auch finden. Bleibt mir nichts weiteres zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und wie immer, bleibt gesund und geht doch mal in den Zoo. Ja. Ihr könnt auch gerne in den Alwetter zugehen. So schlimm ist der auch nicht.
Nee, Moment, was wollte ich sagen? Das solltet ihr tun. Genau, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr uns auf Apple Podcasts folgen solltet und da auch eine 5-Sterne-Bewertung geben könntet, solltet. Also die wie sagt André Peschke immer, die verdiente 5-Sterne-Wertung. Macht das mal, also da seid ihr in guter Gesellschaft. Ich gucke mir das gerade hier auf meinem iPad an. Die meisten, die uns Bewertungen abgegeben haben, eigentlich alle haben uns 5 Sterne gegeben und das könnt ihr auch tun. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr uns dort auch eine Rezension schreiben. Und darin könnt ihr erklären, warum ihr Lehrer-Sprechtag gut findet, warum das durchaus ein empfehlenswerter Podcast ist. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit und irgendwas werden wir die letzten 125 Folgen ja auch richtig gemacht haben. Deswegen, ja, schreibt einfach mal was. Und wenn ihr nicht so kreativ seid und euch nichts einfällt, dann hier ein Beispiel. Hier finde ich sehr schön hier. Liebe die, Ausrufezeichen. Mega unterhaltsam, die beiden, egal welches Thema. Das reicht mir schon. Und ein Herzchen-Emoji hinter dran. Sehr schön. Aha, also es gibt, also da seid ihr auch. Guckt da einfach mal rein. Lasst euch inspirieren und schreibt eine nette Rezension und die 5 Sterne nicht vergessen. So. Ich bin fertig. Ich gehe jetzt. Ja. Gut, mach das. So, zum Abschluss der Exil-Lyrik-Reihe habe ich mitgebracht von Paul Celan, Todesfug. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkel nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei. Er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkel nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singt und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.